Jo, herzlich willkommen zurück zu Katzen mal anders auf YouTube oder auch eben Wing Commander 3. Nun ja, ja, wollen wir mal weiter, oder? Wieder zurück reinkommen. Ich habe gerade quasi ein Special aufgenommen, weil eben diese Mission schief gegangen ist und ja, man hat ziemlich viel Videoaufwand und Missionsaufwand noch betrieben, um halt den Krieg regulär zu verlieren. Ja, das kündige ich somit einfach mal nebenbei mit an als kleines Special dann später. Aber das werde ich halt erst später rendern, weil ich will ja das LP halt erstmal weitermachen. Ne? Tja, es ist soweit. Die Befreiungsaktion kann losgehen. Sie sind für die Luftdeckung verantwortlich, während die Marines auf den Planeten fliegen und Dr. Severin befreien. Ich weiß, dass du es ständig hörst, weil ich es früher auch ständig gehört habe. Aber dies ist bestimmt der wichtigste Auftrag, den du jemals hattest. Ich wünschte, ich wäre ein paar Jahre jünger, dann würde ich an deiner Flanke mitfliegen, mein Junge. Diesen Auftrag würde ich am liebsten selbst erledigen, aber mein Reaktionsvermögen ist zu schlecht geworden. Wenn wir diesmal versagen, Junge, dann steht Gott der Menschheit bei. Tja, das wollen wir mal. Dass man hier aber auch alleine starten muss, ist ja ein Graus. Mal gucken, ob ich das schaffe, ohne zu verrecken hier. Veteran immer noch. Naja. Aber Excalibur. Oh yeah, Baby. Was das soll, keine Ahnung. Entweder Schwierigkeitsgrad zu niedrig oder Bug oder keine Ahnung. Ach ja, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Geht die Reise. Das ist nichts Neues, was man im vierten Teil gleich zu Anfang gemacht hat. Also nicht ganz zu Anfang, aber so ziemlich, ne? So, kommt mal ran hier. Oh yeah. Ganz alleine gegen so viele Katzen hier. Alter Schwede. Ah, komm. Einen nach dem anderen werde ich euch hier ausmerzen. Stück für Stück. Ist es dann aus mit dem Katzenblick? Die nächste ran hier. Nicht abhauen. Gar nicht mehr so schlecht, diese Kapschi-Dinger da.
du auch gerne fliegen, Gral. Junge, Junge, Junge. Los, komm ran hier. Sag mal, was das heißt, sich mit mir anzulegen hier. Zerstörungsmodus hier. So. Mal gucken, wie ich das dann da hinten regel. Erstmal die hier. Nicht so eine große Fresse hier. Bist du noch alleine, verstehst du? Noch mehr von euch, ja? Traut ihr euch, ja? Oh, oh, oh. Ja, ganz so easy ist dann doch nicht, ja? Kriegst du eine Rakete rein hier? So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das regel. Das ist nämlich ziemlich doof. Ich muss nämlich, ich darf das Gebäude nicht zerstören, aber die Panzerwagen muss ich loswerden, weil sonst wird halt dieser Fail daraus. Alles in allem ziemlich scheiße. Aber nicht unmachbar, wie man sieht. Ich hätte es schlimmer eingeschätzt, weil. Aber. Ja, kriegt er mich doch. Scheiße. Na, komm schon. Ach, Mist. Shit. Oh shit. Da hat's mich jetzt zerrissen, ne? Oh Mann. Ja, ja. Nee, das muss ich anders machen. Ich schnapp mir jetzt die ungelenkten Raketen und mach das. Sollte es doch geben, oder? Image Track. Welche waren denn das? Friend or Foe. Ich nehme die mal. Leech ist jedenfalls Mist, das ist schon mal klar. Cool, ich kann ja diese Dampfer ja mal probieren, außerdem. Eigentlich gab es da ja ungelenkte Raketen, zumindest im vierten Teil, die dann auch halt auch ausdrücklich ungelenkte Raketen hießen, ne? Na, mal sehen. Und wie musst du die jetzt zerstören, ohne dass sie mich zerbersten, diese Dinger da? Ich habe Schande über. Ah, dann bock mal eine Runde.
für eine hier? Scheint nur eine Minute zu sein. Probieren wir es doch damit mal. Geh jetzt nochmal drauf auf den Planeten. Ja. Dann komm mal ran hier. Gut hier. Ob ich mal ziehen muss hier. Ich mach euch fertig. Ich mach euch einfach fertig. Na komm. Na komm. Ah, komm, das haben wir anders hingekriegt schon hier. Ja, ist ja Quatsch, ihr wart zu mir, aber ich bin alleine. Ihr erbärmlichen Nachkommen von Affen. Ja. Wenigstens sind wir keine fellbehaarten Missgeburten. Ach komm schon, Junge, willst du mich jetzt hier rollen oder was? Ja, ich glaube, wir brauchen nur die Ruhe jetzt hier. Mann, Nummer, Nummer, Nummer. Rums, Rums, Rums. Ach, verdrückt. Ja, dann kommt mal ran hier. Ich mache mal kurz einen Prozess jetzt mit euch hier. Was haltet ihr denn davon? Nee, dann feiern wir noch. Hier ist was los, hier ist was los. Ganz so einfach. Ach ja, komm. Zeig dir mal, wie erbärmlich ich bin. Eiskalt mach ich euch fertig hier. Hier gibt's nix. So, noch welche von euch? Jawohl, ja. Na, dann kommt mal ran hier. Stecken rein, ist gar kein Problem. Reiche mich! Nö, machen wir nicht. Jetzt will ich diesen Mist da nochmal machen. Die verdammten Scheißdinger hier. Ja,
treffen gar nicht, ne? Kann das sein? Mann, wie viel haben wir noch davon? Da ist noch einer. Aha. Ja, Ast rein. Da würde ich sagen, bloß weg hier. Ja. Junge, Junge, Junge. Ist auch wieder so eine etwas schwierigere Mission hier. Mag ich gar nicht. Ach du Scheiße. Naja, da sie gesagt hat, Einsatzziel erreicht, verschwinde ich hier ganz schnell wieder. Gottes Willen, jetzt wird's aber noch mal lustig hier. Lange nicht gesehen, Doc. Kein Grund zur Aufregung. Ich habe getan, was getan werden musste. Einsatzziele erreicht. Der Spruch kommt jetzt auch voll gut. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Stell dir vor, dann hat er ihm eine gescheuert. Sie haben ihn erwischt, Sir. Wollen Sie wissen, wer sich in den Bunker reinmanövriert hat? Sie können... Oh, General Taggart will Sie sprechen, Sir. Der Typ hat echt einen Knall. Gute Arbeit, mein Junge. Wir alle sind stolz auf dich. Ich würde gerne bleiben und mitfeiern, aber jetzt, da wir Severin befreit haben, gibt es für mich viel zu tun. Du wirst bald von mir hören. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Ach, herrlich. Ja, ist schon drin. Ich habe heute den ganzen Tag lang die Gefechtsberichte studiert. Eure Majestät, ihr solltet euch nicht mit den langweiligen Tagesgeschäften befassen. Das ist doch nur wirklich reine Zeitverschwendung. Ich begreife beim besten Willen nicht, was hinter der Invasion der Terraner in das Alcor-Sonnensystem steckt. Soll das ein Versuch sein, die Gefangenen zu befreien? Wenn ihr erlaubt, verehrte Majestät, ich kann euch auf eure Frage vielleicht eine Antwort geben. Gut, Untergebener. Von den Erdbewohnern wurde nur ein Gefangener befreit. Wahrscheinlich, weil er über Fähigkeiten von wissenschaftlicher Natur verfügt. Und diese Fähigkeiten, die er besitzt, wofür verwendet er sie? Das haben wir leider nicht bis ins Letzte ergründen können. Der Umfang seines Wissens war wirklich ungeheuer. Auf jeden Fall werden wir den Krieg gewinnen, Majestät. Der Tag, an dem wir auf dem Planeten der Terraner einfallen werden, ist bald da. Wir stellen eine riesige Armada zusammen. Zu keiner Zeit hat es so eine starke Streitmacht gegeben. Und zu keiner Zeit darf man Folgendes vergessen. Wenn der Gegner so gut wie besiegt scheint, dann ist er am allergefährlichsten, mein Prinz. Das ist richtig, wie immer. Spricht Eure Majestät wahre Worte aus und voller Weisheit. Ach ja, herrlich. Einfach herrlich. Ja, wie ihr gesehen habt, Fail Proximus, ja, das kommt aber in eine Sonderplaylist, weil, ja. Bis zum nächsten Mal.